Am Ende der Woche vor dem Rückrundenauftakt bei Eintracht Frankfurt hatte Freiburgs Trainer Christian Streich traurige Gewissheit. Neben den Langzeitverletzten fielen wie befürchtet auch Nicolas Höfler, Rückenprobleme, und Jorik Raffet, Achillessehnenbeschwerden, aus, dazu kamen Team Kleindienst, Sehnenprobleme im Mittelfuß, und Florian Kahrt, grippaler Infekt. So wurde das Spiel in Frankfurt zum kleinen Debütantenball. Zwei Spieler gaben ihr Bundesliga-Debüt, ein Profi sein Comeback nach langer Verletzungspause. Die Leistungen im Einzelnen. Lukas Höhler. Der Stürmer war in der Winterpause vom SV Sandhausen in den Breisgau gewechselt und hatte im ersten Testspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern sofort getroffen. In Frankfurt allerdings zeigte sich, dass sich der 23-Jährige noch etwas an die Bundesliga gewöhnen muss, vor allem im physischen Bereich. Bei der Körperlichkeit in der Bundesliga benötigt er noch ein bisschen, urteilte Streich, aber er hat gearbeitet und ist marschiert. In der Tat. Gegen den Ball war Höhler extrem engagiert, mit einem Ballgewinn und der folgenden Weiterleitung auf Bartosz Kapusta initiierte er eine der beiden Chancen in der ersten Halbzeit stark ein. Beim Gegentreffer ließ er allerdings Timo Thiekandler in seinem Rücken passieren und ungehindert auf Sebastian Haller köpfen. Mohamed Dräger. Das Eigengewächs kam zur zweiten Halbzeit für den schwachen Kapustka und fügte sich bei seinem Bundesliga-Debüt ordentlich ein. Montag hat ein gutes taktisches Gefühl, er weiß, wie er sich verhalten muss, wann er rausrückt und wann nicht, lobt Streich. Durch weite Wege schaffte es der etatmäßige U23-Spieler, die rechte Seite dicht zu bekommen, über die in der ersten Halbzeit viele Frankfurter Angriffe liefen. Montag hat alles reingehauen, als er reinkam. Ich weiß selbst noch, wie es ist, wenn man in so Situationen reinkommt, und er hat es echt gut gemacht, freute sich Hintermann Christian Günther. Nach vorne gelang dem 21-jährigen Dräger allerdings noch nicht viel. Manuel Gulde. Nach einem halben Jahr Leidenszeit wegen einer Rückenverletzung stand der Innenverteidiger erstmals in dieser Saison auf dem Platz. Der 26-Jährige übernahm direkt Verantwortung, strahlte Ruhe aus und dirigierte auffällig viel. Er hat uns in der Vorrunde total gefehlt, befand Streich. Jetzt war er stabil, wie man ihn kennt. Er hat eine gute Balance und keine Ausbrüche nach unten, das hat uns sehr stabilisiert. Gulde dürfte sich festgespielt haben, zum Leidwesen eines anderen Abwehrspielers. Marc-Oliver Kempf stand in Frankfurt gar nicht erst im Kader.